Noch 4 Tage zu Weihnachten und alle Leute drehen durch. Erste Frage, ich mache Raclette, welche Kartoffel? Selbstverständlich nehmen wir hier unsere gewaschenen Drillinge. Mit der Schale einfach kochen auf den Tisch. Jeder macht sich selber. Schneidet auf, tut den Käse drauf oder schmeißt sie oben drauf und lässt sie schön anrutscheln. So ganz natürlich nehmen wir entweder unsere unwahrscheinlich leckere Annabelle oder Zelena als festkochende Kartoffel. Und wer Klöße machen will, geht natürlich und nimmt unsere Gunda, die mehlig kochende Kartoffel. Viele Leute merken jetzt, dass sie sich etwas übernommen haben in ihrem Menü. Es soll ein harmonisches Weihnachten sein. Die Mutter muss nicht stundenlang in der Küche stehen und ein 4- oder 5-Gänge-Sterne-Menü auf den Tisch zaubern und jeder ist genervt. Gerade im Winter bietet uns die Natur so leckere, nahrhafte Lebensmittel, die einfach und schnell zubereitet sind. Wir haben hofeigenen Rapunzel, den ich als Vorspeise machen kann. Rapunzel, ballaststoffreich, frisch. Und dazu machen wir einfach von unserem Ziegenmilchhof karamellisierten Ziegenkäse. Geht ganz schnell und einfach in Braunzucker wenden mit Honig. Im Backofen bei 200 Grad Oberhitze oder den Grill und alles kann ich vorbereiten. Ich brauche am Tag selber nur noch die Zutaten auf einen Teller, 2 Minuten im Backofen, fertig. Was mache ich als Hauptgang? Warum denn nicht Grünkohl? Viele Kunden haben zu mir gesagt, Weihnachten und Grünkohl, das ist zu deftig. Ein Lebensmittel ist nur so deftig, wie ich es zubereite. Und ein Grünkohl zum Beispiel in Verbindung mit Lachsfilet von unserem Fischmut hier aus der Region ist einfach köstlich. Zu Hause schneidet einfach das Lachsfilet klein und die letzten 10 Minuten vom Garvorgang vom Grünkohl lasse ich den Lachs schön unterziehen, dass der Geschmack mit reinzieht. Sieht natürlich nicht so hübsch aus, also geht man ganz einfach hin und nimmt das Lachsfilet, brät es an, das ist 3 Minuten in der Pfanne, von der Hautseite natürlich zuerst. Als Beilage der Grünkohl, den ich auch wieder am Tag vorher perfekt zubereiten kann. Und dazu unseren leckeren Kartoffelchen. Fertig. Ein perfektes, gesundes und leckeres Essen. So, und jetzt brauchen wir natürlich auch einen Nachtisch. Wir haben perfektes, hausgemachtes Eis aus einer Eisdiele in Wieghofen. Und natürlich passend zu Weihnachten haben wir einmal Omas Apfelkuchen. Wir haben Zwetsche Zimt und Zimteis. Das einfach auf den Teller. Dazu kleine Spalten von der Kummibirne, die nicht schön aussieht, aber aromatisch und köstlich ist. Wer Zeit und Lust hat, in schwarzer Kuvertüre einfach kurz eintunken, die dann auch noch übers Eis gießen. Und fertig ist ein wundervolles, aus regionalen Zutaten zusammengestelltes Dessert. Wenn keine Kinder an Bord sind, schütte ich dann auch gerne noch ein Stückchen von unserem leckeren Eierlikör vom Möllenhof drunter oder die Gänsemilch von unserem Gänsemilch. Die Kummibirne, die können wir auch benutzen, wenn wir zum Beispiel Veganer am Tisch haben und bei der Vorspeise lassen wir einfach beim Rapunzel den Ziegenkäse weg, schneiden die Kummibirne in streichholzige Stiftchen. Unsere deutschen Walnüsse lassen wir kurz karamellisieren über den Rapunzel. Eine wirklich leckere und gute Vorspeise für vegan lebende Menschen. Wir haben nicht nur ein leichtes, gut vorzubereitendes und nährstoffreiches Menü, sondern auch eins, was Spaß macht. Und wenn die Gäste dann noch länger sitzen, weil sie nicht voll gegessen sind und weil es einfach schön rund und harmonisch war, braucht man ja immer noch so ein bisschen so. Und dann sagen wir einfach, Käse schließt den Magen. Wir haben Käse vom Stratmann und Thomashof. Wir haben wieder unseren Ziegenkäse. Mein Favorit ist meistens der Rotling vom Stratmannshof. Für die Kinder nehmen wir einfach einen jungen Bauernkäse, einen milden. Und dann hat mein persönlicher Favorit, der Stratmannshof, einen Käse mit Schabzigerklee, der einfach nur köstlich ist. Machen wir eine Käseplatte und hier kommt auch schon wieder unsere Birne Kummi ins Spiel. Kleine Spalten dazwischen, schmeckt köstlich.
deutsche Walnüsse drauf gestreuselt. Ein bisschen Radieschen für die, die es deftig brauchen. Und Radieschen kurbeln die Fettverbrennung an. Die sind gut. Und was ganz köstlich ist, was man zwischendurch auch noch reichen kann, wenn man einfach vom Vortag noch so satt ist, eine Kugel Erdbeersorbet nehmen, mit Sekt auffüllen, als Zwischengang perfekt, macht Platz. Für die Kinder nehmen wir einfach unseren köstlichen Holundersirup, Wasser, ein bisschen Limone und Minze rein. Und so haben die Kinder auch einen alkoholfreien Zwischengang, der Spaß macht. Und wem das jetzt zu schnell war, weil ich muss auch bedienen, die Hütte ist wieder voll, kommt einfach vorbei und fragt uns. Dafür sind wir da. Und das unterscheidet uns von dem Supermarkt nebendran. In diesem Sinne, frohe Weihnachten!